Hallo, Rihobert, Final Fantasy 14 Freunde und Let's Play Zuschauer. Wir machen hier weiter mit der Hauptgeschichte. Keine Sorge, ihr habt nichts verpasst. Ich habe einfach nur angesprochen. Hab gedacht, da kommt noch so ein Quest-Ding annehmen, ablehnen, was auch immer, bla. Und dann kam da diese Sprechblase. Also, habt noch nichts verpasst. Willkommen zurück aus eurer raschen Rückkehr. Schließe ich, dass die Gespräche um den Turm von Babel von Erfolg gekrönt waren? Mehr oder minder. Ich denke schon, ja, wenn wir unsere Karten richtig spielen. Eben deswegen muss ich mit euch sprechen. Eben, ist noch nicht ganz abgeschlossen. Auf keinem schlechten Weg, aber. Denn als Magistrat von Razatan will ich der galäischen Gemeinschaft ein Handelsabkommen vorschlagen. Was? Es kommt so überraschend. Oh mein Gott, wie habe ich sie jetzt gesprochen, ey? Oho. Oho. Oho, ich bin ganz Ohr. Er ist ein bisschen strenger, ne? Hoch und streng. Höher und strenger. Die Bewohner dieses Landes haben den Niedergang ihres Kaiserreichs mit angesehen müssen und sich daraufhin dennoch entschieden, ihrer Heimat treu zu bleiben. So ehern, diese Entscheidung auch ist, besteht doch kein Zweifel an der Tatsache, dass das Korps und seine Unterstützung sie erst möglich macht. Diese ungleiche Beziehung führt zu einem erheblichen Machtgefälle zwischen dem Korps und Garlemald, und die Leute spüren das. Daher kann man es auch noch so gut meinen und noch so viele freundliche Worte sprechen, man begegnet sich nicht auf Augenhöhe. Genau das gedenke ich nun zu ändern. Ich biete ein Handelsabkommen, in der die galäische Gemeinschaft und Razatan gleichberechtigte Partner sind. Dank der Unterstützung des Ilsbad Corp konnte das Land wieder Fuß fassen. Nun ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu tun und auf eigenen Beinen zu stehen, unabhängig und selbstbestimmt. Okay. Stille, Stille. Das klingt ja alles sehr rosig, aber was genau soll Garlemald denn mit Razatan handeln? Razatan hat ohnehin schon einen Nicht-Angriffspakt mit Garlemald geschlossen und wir bieten eine ganze Reihe an Gütern und Waren zum Export. Die galäische Gemeinschaft hingegen könnte zum einen Magitech-Technologie, zum anderen die Nutzungsrechte am Turm von Babel verkaufen. Und sobald sich Magitech anderorts verbreitet, wird man dort auch Erzheim benötigen. Und davon hat Garlemald reichlich. Razatan jedenfalls ist höchst interessiert. Ja, aber die wollen ihr Magitech ja nicht teilen. Kurios. Es bedurfte einer Besucherin aus einer anderen Welt, damit ich begriff, wie viel Wert in einem gerechten Handel liegen kann. Er macht uns gleich. Niemand steht über dem anderen. Auf dem Schlauch stehend. Ein durchaus zukunftsorientierter Vorschlag. Dafür will ich dir danken. Ich sehe außerdem keinen Grund, wieso wir dagegen ein Veto aussprechen sollten. Ja, du, aber die und das und Zudem ist Razatan ein neutraler Stadtstaat und keine ehemalige Provinz oder dergleichen. So werden andere Länder diesem Beispiel sicherlich folgen und ihre eigenen Handelsbeziehungen zu Garlemald aufnehmen wollen. Könnte sein. Muss nicht, könnte. Davon gehe ich auch aus. Allerdings bräuchte ich eure Hilfe, um auch die Administratoren zu überzeugen, die gerade im Tertium weilen und auf den Beginn der Verhandlungen warten. Geh nur, ich werde hier bleiben. Ich weiß inzwischen mehr darüber, wie genau wir den Turm von Babel für unseren Plan zunutze machen. Also erlaubt mir bitte, euch ebenfalls zu begleiten. Ja, mach mal. Alle Mann zum Turm.
Oder? So war jetzt der Plan? Oder wie war der Plan? Oh mein Gott! Es kann fliegen! Es ist fett und schwabbelt durch die Gegend. Geht in Deckung. Oh nein, spürt ihr das? Es vibriert. Gleich wird was passieren. Oh nein. Nein. Es hat irgendwas Komisches ausgenießt. Blüten oder Ostereier oder irgendwas. Hui. Wie die Ärmchen flattern. So schnuckelig. So ein ganzes Stück, okay. Ich bin wieder auf selber reingefallen. Man hätte sich wieder teleportieren können. Ich Blindfisch. Das ist jetzt das zweite Mal fürs Tertium passiert. Das zweite Mal. Nun ja. Dann haben wir da Metius. Kennen wir den? Ah ja, das ist einer der. Die da für die Politiker sprechen. So, wie wäre es mit dem Handel? Welch große Runde. Nun, so hören dies umso mehr Ohren. Wir werden unseren Anspruch auf den Turm von Babel nicht aufgeben, unter keinen Umständen. Das verlangen wir auch nicht. Vielmehr möchte ich heute mit euch über die Zukunft unserer beiden Länder sprechen. Als Magistrat von Razatan trete ich heute an die galäische Gemeinschaft heran, um ihr ein Handelsabkommen zu unterbreiten. Bla 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 und Magitek und Erzheim zukünftig und so weiter und so fort und dann nur Nutzungsrechte für bla 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 und wir stimmen zu. Galemalt kann sich nicht dauerhaft auf die Unterstützung durch das Ilsbadkorb verlassen. Das Land braucht eine Zukunftsperspektive, eine neue Regierung und vor allem Unabhängigkeit. Ich kann mir vorstellen, dass gerade ihr euch dessen umso schmerzlicher bewusst seid und wie wichtig es ist, eine wirtschaftliche Grundlage für eben diese Unabhängigkeit zu schaffen. Magitek und Erzsein haben wir tatsächlich im Überfluss, aber an Grundgütern wie Erz und Nahrung fehlt es im Moment. Ein Handelsabkommen zwischen zwei gleichberechtigten Partnern klingt nach keiner schlechten Idee. Gneuss, du, der dem Kaiser treu diente als jeder andere, will sein Land jetzt für ein Stück Vieh auf den Markt führen? Für nichts weiter als ein paar fremde Münzen? Nein, ein fairer Handel. Jetzt ist es ein bisschen extrem. Aber nein, ganz im Gegenteil. Wir müssen gerade Garlemals Stärken und Ressourcen nutzen, um den ersten Schritt zum Wiederaufbau tun zu können. Ich kann nicht fassen, was ich da höre. Nein, das reicht mir. Ich kehre zurück zum Senatus, ehe mir die Galle hochkommt. Administrator Metius, alleine ist es viel zu... Oh nein! Wir müssen retten. Nachschauen. Gleich ist er von einem Monster angefallen und wir retten ihn und er, oh mein Gott, und bla. Bestimmt. Mit Julius sprechen, okay. Was ist denn das? Königsigel-Pastete. Crazy Color. Wir müssen ihm folgen, nicht auszudenken, was ihm auf dem Weg zurück zum Senatus alles geschehen könnte. Lasst uns Maxima zur Unterstützung bitten und sogleich auf den Weg machen. Viel weiter als Regio Urbanisam Sima dürfte er noch nicht gekommen sein. Du liebe Zeit, hoffentlich ist er keiner Magitek-Waffe in die Arme gelaufen. Ich habe gedacht, das Magitek-Handeln sei nicht so gut angekommen. Oh, guck mal, kommen wir auch mit einer Magitek-Maschine an. Guck mal, wir besitzen eh schon Magitek. Wie sieht's denn aus? Ist das nicht ein gutes Zeichen? Nein, für euch nicht, ne? Yeah, wieder hier. Was ist das? Terra-Thema? Final 6? Ich hab's nicht in den Kommentaren gelesen. Ihr wisst es bestimmt besser. Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Final 6?
Ui. Der war ja dann fast am Ziel schon, oder? Ist da hinten nicht schon hier deren Lager? Oder täusche ich mich da? Ziemlich nah, ziemlich weit ist er gekommen. Aber da ist er. Kein Stress. Wir machen das Ding platt. Voll overpowered, mega lächerlich. Viel draufknallern, alles was geht. Und selbst für einen Tank geht das Ding wahnsinnig schnell weg. Nein, vielleicht kriegt er Schaden. Nein, kriegt er nicht, gut. Erledigt. Easy. Helfen. Pet, pet, pet. Auf Schulter. Pet, pet, pet. Beruhig dich. Bin ich noch am Leben? Guck mal, da kommen noch mehr. Wir haben den Weg in die Richtung gesichert. Alles ist in Butter. Und die aus der Richtung. Hier kommt nichts. Ein Glück. Ihr seid wohl auf. Oh, jetzt hören wir seine Stimme das erste Mal dann. Die echte. Hau rein. Wie klingst du denn echt? Was haben die... Glaubt nicht, dass ihr euch damit mein Wohlwollen erkauft habt. Oh, ich würde sagen, so weit entfernt war ich gar nicht. Ne? Matthäus, niemand zweifelt an deiner Liebe zu Garlemald. Ja, lag ich schon weit entfernt, zum Beispiel mit Julius. Aber da gefällt mir der russische Akzent für ihn viel zu gut. Dies mag zwar unsere Kaiserstadt sein, aber ohne Hilfe werden wir hier bitterlich erfrieren. Du bist nicht der Einzige, der sich wegen der gegenwärtigen Situation Sorgen macht. Aber ist trotzdem ein guter Synchronsprecher, ne? Also wollen wir überhaupt nicht sagen, wenn ich ein knallharter Laie natürlich, er klingt glaubwürdig. So ist vielleicht gut. Er klingt glaubwürdig. Angst und Unsicherheit sind auch mir nicht fremd. Was ist richtig? Welchen Weg soll ich einschlagen? Und er macht sogar noch gut auf die Mundbewegung. Die Antwort steht noch aus. Obwohl die fürs Japanische festgelegt wurde, wahrscheinlich eher. Ne? Oder. Aber ich werde weiter nach ihr suchen. Und gerade deswegen dürfen wir jetzt nicht die Augen vor den Umständen verschließen. Oder so vielseitig wie möglich. Gibt es denn überhaupt Hoffnung? Meinst du das jetzt? Ist das ein Witz? Die Leute helfen dir gerade. Bringen Essen deine Leute. An deine Leute und so. Klar gibt's Hoffnung. Solange wir leben? Ja, auf jeden Fall. Was sich in der Welt doch ändert, indem wir durchhalten und weitermachen, schmieden wir Galea eine Kette des Zusammenhalts. Es ist diese untrennbare Kette, die uns verbindet und in das Licht des Morgens führt. Was meinst du? Wollen wir uns nicht zusammen Gedanken über die Zukunft unseres Landes machen? Ein schöner Administrator bin ich, dass ich mich von so einem Grünschnabel über die Zukunft unseres Landes belehren lassen muss. Wegen des Tertiums. Ich verlasse mich darauf, dass du es beschützen wirst. Auch bei euch möchte ich mich für die tatkräftige Unterstützung bedanken. Wenigstens sieht es, das ist gut. Warte, Julius. Ich möchte dich noch etwas fragen. Oh, jetzt wird's interessant wieder. Was hat sie jetzt wieder für sich entdeckt? Komm mit. Tancred hat mir ausdrücklich gesagt, dass ich bei euch bleiben soll. Komm mit? Hä? Was sie meinen? Komm mit? Gut, dann werden wir Matthäus begleiten. Hab ich jetzt nicht ganz verstanden, was sie meint. Komm mit. Zu wem? Was? Wie? Wo? Hä? Wir sollen alle mit dem mit. Oder wie? Oder was? Wo? Also, was wolltest du mich fragen? Das ist ein Übersetzungsfehler. Du bist gut darin, Vertrauen zu gewinnen. Deswegen hast du versucht, den Mann zu überzeugen, statt ihn einfach zu zwingen. Weil zwingen nicht gegangen wäre, oder? Was hätte zwingen gebracht? Wir sollten hier nicht herumstehen. Gehen wir ein Stück.
Wie hätte er ihn zwingen können? Also, der Mann sah sehr unbrechbar. Verstehe. Also, wäre er gestorben. Deswegen bleibst du also bei ihm. Um die Menschen zu verstehen. Aber ich weiß nicht, ob ich das, was du wissen möchtest, auch gut erklären kann. Ich bin nun einmal gerne unter Leuten. So war ich schon als Kind. Wann immer ich konnte, habe ich Zeit mit meinen Geschwistern verbracht. War ich das Gegenteil. Außerdem habe ich Matthäus einfach nur gesagt, was ich dachte. Ich war immer lieber... hatte meine Ruhe gerne. Wobei, nein, das stimmt nicht ganz. Was ich ihm gesagt habe, habe ich eigentlich von Alfino und Alizé gelernt. Vertrauen weckt Vertrauen. Wenn man spürt, dass der andere einem vertraut, fällt es auch leichter, selber zu vertrauen. Sonst würde man wohl gar nicht erst versuchen, miteinander zu sprechen. Wie damals, als ich heimlich Vorräte aus dem Lager des Ilsabad-Kurs stehlen wollte. Jetzt weiß ich. In meiner Welt gibt es kein Vertrauen. Ja, das hattest du ja schon mal festgestellt. Wir beurteilen einander nur nach dem Nutzen, den andere für uns haben könnten. Ist ja auch prinzipiell erstmal nicht schlecht, aber nur das ist dann das Problem. Nur das alleine ist. Weil sich gegenseitig nutzen, das haben sie hier gerade ja auch, so einen Handel abschließen, einen fairen Handel. So war es schon in der Zeit des Memoria-Krieges, bevor alles Leben dem Nichts verfiel. Ist ja auch und so wird es immer bleiben. Ist ja auch eine Art Nutzen. Ausnutzen, ohne selbst ausgenutzt zu werden. Der eigene Vorteil steht über allem. Und wer versucht, einen anderen Weg einzuschlagen, bleibt auf der Strecke. Deswegen habe ich versucht, das Vermächtnis meiner Mutter und den Willen der Memoria-Erwählten zu verwirklichen. Ich wollte die Welt retten, ganz alleine. Es ist unmöglich, eine solche Last alleine zu schultern. Hat dir denn wirklich niemand zur Seite gestanden? Offensichtlich nicht, nach ihrer Geschichte, ne? Einmal wäre es fast dazu gekommen. Oh, einmal fast. Der Wahnsinn. Ich kam zu einem Dorf und traf dort einen Schwertkämpfer und einen Magier. Sie beschützten die Dorfbewohner vor den Erwählten der Dunkelheit. Ich war so froh, als ich begriff, dass ich in diesem Kampf nicht alleine war. Ist das der Galemald? Galemalds Vorstufe. Guck mal, das sieht so ähnlich aus. Die Rüstung und so. Wer ist denn der Magier da? Zeig mal den genauer. Die beiden waren Krieger aus einem Land namens Baron. Sie suchten nach einem Weg, den Memoria-Krieg zu beenden. Ich finde das gerade auffällig, dass man den auf der Seite hier, den hier, nicht so mega deutlich gezeigt kriegt. Wer ist denn das? Sie luden mich ein, sie zu begleiten. Aber für mich kam es damals nicht in Frage, mich einer Gruppe anzuschließen. Niemand lässt sich auf einen anderen ein, ohne irgendetwas von ihm zu wollen. Auch diese zwei hätten mich ohne zu zögern im Stich gelassen, wenn ich meinen Wert für sie verloren hätte. Deshalb habe ich ihnen, ohne ein Wort zu sagen, den Rücken gekehrt. Sie ließen mich ziehen. Ich hatte Angst, dass sie sich rächen könnten, weil ich ihre Absichten vereitelt hatte. Aber sie sahen einfach nur einsam aus. Was für seltsame Gestalten, dachte ich. Heute verstehe ich besser, was damals wirklich passierte. Sie vertrauten einander. Und deswegen waren sie in der Lage, auch mir Vertrauen entgegenzubringen. Ein schöner Gedanke eigentlich. Ja, aber nicht super leicht umzusetzen. Aber ich kämpfte alleine weiter. Und eines Tages passierte es. Ich ließ mich von meinen Feinden überraschen. Sie setzten mir schwer zu. Ich überlebte, aber nur knapp. Meine Wunden schmerzten. Die Kälte drang bis an meine Knochen und mein Wille wurde schwach. Ich betete, dass mir jemand hilft. In diesem Augenblick zerbrach die Welt. Oh, was ein Zufall. Die Flut der Dunkelheit brach über uns herein. Und ich wurde im Spalt zwischen den Dimensionen eingeschlossen. Als ich einen Riss entdeckte und in meine Welt zurückkehrte, war es bereits geschehen.
Das Nichts hatte sich alles Leben einverleibt. Ja. Damit hatte ich jede Gelegenheit verloren, jemals wieder einem anderen zu vertrauen. Was ein Riesenzufall. Nee, hattest du nicht, weil jetzt hast du die Chance. Weil niemals, jemals wieder, oder steht das da so? Warte mal, damit hatte ich die Gelegenheit verloren, jemals wieder. Ja, aber jetzt ist auch jemals, oder? Jetzt benutze ich das Wort falsch. Jetzt kannst du noch jemand vertrauen. Dieser ganzen Gruppe, die dir offensichtlich nichts Böses will. Ich hätte die Welt niemals alleine retten können. Ich hätte mich den zwei Kriegern anschließen sollen. Ja, und das gereicht hätte da auf die kurze Zeit, also... Wenn wir bedingungslos zusammengehalten hätten, so wie ihr es tut, wäre es mir erspart geblieben, meine Welt in ihrem erbärmlichen Zustand sehen zu müssen. Das ist jetzt ein bisschen weit gegriffen, weil, es war anscheinend doch schon sehr weit fortgeschritten, ne? Wenn irgendwie nur ein, zwei Kämpfchen später du... der die Welt schon zerborsten ist, weiß ich nicht, ob das noch was gemacht hätte. Aber das ist jetzt alles vorbei. Ich kann so viel über die Vergangenheit sinnen, wie ich will. Ändern lässt sie sich jetzt auch nicht mehr. Außer der eine war halt wirklich Garland. Und du hättest jetzt tatsächlich Auswirkungen auf seinen Plan gehabt, jetzt da so. Dann hättest du was verändern können, ja. Was auch immer in der Vergangenheit geschehen ist, du lebst, Zero. Jo, ja. Das ist eine Tatsache. Wir Galear befinden uns in einer Zeit des Wandels. Und auch du wirst dich verändern, solange du nur lebst. Nichts bleibt uns verwehrt, nur weil es früher unmöglich schien. Und wenn mich nicht alles trügt, scheinst du in dieser Welt Vertrauen gefunden zu haben. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass es allein die Boots war, die dich dazu gebracht hat, für sie zu kämpfen. Ja, aber kann Trigger gewesen sein oder hilfreich oder... Du tust es, weil du spürst, wie sie dir vertrauen. Eine gute Ausrede, um auf den Weg zu kommen, um was zu lernen. Jetzt lass den Mist mit deinem Hut. Da ist es wieder. Es ist das gleiche Gefühl, das ich hatte, als ihr mich gerettet habt. Ich möchte weinen, obwohl ich mich glücklich fühle. Dazu diese Wärme in meinem Herzen. Können wir ihr den Hut wegnehmen, damit sie den Mist lässt? Was soll ich jetzt tun? Nee, die sieht eh nie gut, immer mit ihrem halben Auge verdeckter. Tu was für Reich der Freundschaft die Hand. Ja, tu was du für richtig hältst. Passt schon, musst deinen eigenen Weg lernen. Mach, was du für richtig hältst. Ich meine, machst du ja eh. Solltest du auch. Da hast du es. Eigentlich brauchst du gar nichts zu machen. Wir sind schließlich Freunde. Vorsicht, der Handschuh ist vergiftet. Er nutzt Freunde, dich aus. Freunde, sagst du? Ah, ja, richtig. Du bist jetzt der Freund. So nennt man jemanden, auf den man sich immer verlassen kann. Oh je. Die versuchen echt, dass man sie mögen muss, ne? Ich kann sie nicht leiden. Nein, sie ist trotzdem ein Charakter, den ich nicht mag. Aber ich gebe mein Bestes. Oh nein! Nicht auch noch er. Oh. Mein Charakter mag ihn nicht. Entschuldigung. Also das darf ich wohl bestimmen. Zum Kotzen. Dass sie das auch wirklich... Die können das doch nicht für meinen Charakter entscheiden, ob ich jetzt den mag oder nicht. Und ich kann Xenos nicht als Xenos nicht ab. Fertig. Muss mal Zero akzeptieren. Das ist was anderes wie Xeno, Zinilein.
Ich bin froh, dass ich mit euch gesprochen habe. Ich glaube, ich habe endlich eine Antwort auf die Frage gefunden, die mir die ganze Zeit schon im Kopf herumgespukt ist. Die anderen sollten inzwischen im Tertium angekommen sein. Gehen wir. Mhm. Aber noch ist crazy color. Melonensaft. Alles klar. Das nehmen wir da. Mhm, mhm. Garleische Pizza. Witzig. Nehmen wir mal den Melonensaft. Sonst haben wir mal was zu essen. Nehmen wir mal was zu trinken. Mit eh nur Erfahrungsboost für unseren Viper. Alles andere. Ich gehe ja nicht Hardcore raiden und brauche Hardcore Essen. Also maximal so einen Mini-Buff mal mitnehmen. Wenn man den eh im Inventar hat, okay. Aber ansonsten. Potions benutze ich ja an sich nicht so. Diese Buff-Potions. Das sollen die Raider fürs Endgame-Zeugs benutzen. Maximal. Wer war das? Ah, das war der, den ich langsam gesprochen habe. Ja. Ich bin endlos erleichtert, dass niemand etwas geschehen ist. Ja. Und wie ich sehe, haben sich die wichtigsten Vertreter des galäischen Gemeinschaft nun versammelt. Dies scheint mir der rechte Zeitpunkt, um über das vorgeschlagene Handelsabkommen zu sprechen. Ich habe auch bereits alle unterrichtet, was genau besagtes Abkommen umfasst und Stimmen gesammelt. Was genau besagtes Abkommen umfasst und Stimmen gesammelt. Ich hoffe, das war in deinem Sinn. Warum nicht? Er will ja bestimmt eine gemeinschaftliche Abstimmung. Ah, verzeih. Nicht nur ist mir mein Ausbruch von vorhin äußerst unangenehm, ich ließ dich auch mit der ganzen Organisation dieser Verhandlung alleine. Natürlich war das in meinem Sinn. Ich danke dir. Ja eben, sein Kumpadres im Stich lassen, er ja auch nur das Beste fürs Reich will, ne? Fürs gallische... Kaiserreich ist es ja dann nicht. Fürs gallische Reich, sagt man dann. Für Galemals sagen sie auch ganz oft, ne? Wie war ihr? Auch in der Zapferhöhle macht man sich Sorgen um den Turm und was geschieht, wenn er reaktiviert wird. Als ich ihnen erklärte, dass wir diesen Schritt nur tun, um die Bedrohung seitens des Nichts zu stoppen, hatten sie allerdings ein Einsehen. Sie selbst hatten ja erst kürzlich mit dem Nichtwesen zu tun. Ich bin eigentlich nur hier, um den Erzheim zu liefern, den wir gepumpt haben. Aber dass sogar die Leutchen des Senators hier sind, da erstaune ich doch nicht schlecht. Na gut, wenn ich einen Moment um Gehör bitten darf. Klar, auch rein. Alle, okay. Wenn ich einen Moment um Gehör bitten darf. Heute ist ein bedeutsamer Tag für uns, die galäische Gemeinschaft. Wir wollen ein Handelsabkommen mit der freien Nation von Razatan schließen. Unsere Seite stellt die Nutzungsrechte des Turmes von Babil bereit. Im Gegenzug erhalten wir diverse Waren und Güter, die gleichmäßig unter allen Mitgliedern der Gemeinschaft verteilt werden sollen. Ja, ich würde sagen, Nahrung. Und was hat er noch gesagt? Eisen war knapp bei euch. Sieht mir gar nicht aus danach, bei euch Eisen knapp sei. Aber wenn du sagst, dies ist weder milde Tat noch Katastrophenhilfe, sondern ein Abkommen zwischen zwei gleichberechtigten Partnern. So betrachten wir dieses Abkommen als großen Schritt zu unserer Unabhängigkeit als eigener Staat. Ich muss gerade ständig gähnen. Entschuldigung für die ganzen Schnitte. Ich versuche sie rauszuschneiden. Razatan ist an den reichen Ressourcen... Achso, ist jemand anderes. Razatan ist an den reichen Ressourcen und Technologie Galemals sehr interessiert. Als Magistrat hoffe ich von ganzem Herzen, dass dies der Beginn einer langen, blühenden Beziehung zwischen meiner Heimat und der galäischen Gemeinschaft ist. Ah, das war's. Galäische Gemeinschaft, so nennen sie sich jetzt genau. Metius, das war er. Jeder, der an den Einzelnen dieses Abkommens interessiert ist, soll zu mir kommen und sie erhalten. Was? An den
Einzelheiten, auf dass sich diese Kunde in ganz Gerlemald verbreite. Ja, manche zögern, manche wollen nicht recht, aber Herrgott, ein fairer Handel, warum nicht, oder? Also, ja, wobei die haben Existenzängste wegen dem Turm. Ja, ist ja nicht so, dass sie nicken, okay. Ja, schon, solange es fair ist, der Handel, aber wenn dafür das Reich dann kaputt geht wegen dem Turm, die Sorge versteht man schon. Die Galeer haben schwere, bittere Zeiten hinter sich. Erfahrungen, wie sie sie machen mussten, zehren an Stolz und Selbstachtung. Ein bisschen tiefer, ne? Nun, als gleichwertige Partner in den Handelsabkommen zu stehen, muss ein großer Hoffnungsschimmer sein. Und wir dürfen den Turm von Babel ganz offiziell für unsere Pläne nutzen. Der Äther wird ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wir schließen die Tanks lediglich an den Turm an, warten auf euer Zeichen und leiten den Äther dann auf den Mond, richtig? Korrekt. Das können Alfino und ich ohne weiteres übernehmen. Geht ruhig und kümmert euch um das Nichts. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Ich danke euch. Das ist wirklich suspekt. So ein bisschen zumindest. Es wirkt gerade so wie Patchende, aber es ist ja noch gar nichts mega Großes passiert. Ja, ich danke. Auch ich danke. Fällt ihr noch schwer? Dankt sie? Ist das Dankbarkeit, die ich da spüre? Ich weiß es nicht. Oh Mann, ich hoffe so, dass sie dann in ihrer Welt bleibt, meine Nase. Meine Nase. Okay. Dann wären wir hier bei 30 Minuten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht zu abonnieren, zu kommentieren und zu likearieren. Das hilft meinem Kanal aus. Ich bin dann gespannt, weil ich lasse es für heute mit dem Aufnehmen gut sein. Ob dann wirklich dauerhaft gesperrt ist. Falls dauerhaft gesperrt ist, gibt es halt irgendwie ein, zwei Tage keine Aufnahmen und ich werde dann wahrscheinlich erstmal ein bisschen den Viper leveln. Davon wollte ich auch Videos machen. Mein Plan war, um so das Feeling zu kriegen, Palast der Toten und ihn tatsächlich auf Level 1 mal spüren. Die hat ja cool. Ist das so ein Weiser und das sind ihre Laser und die sehen aus wie Flügel. Das sieht ja so stylisch aus. Leider Stöckelschuh, damit kämpft man nicht, Schätzchen. Ja gut, dann. Tschüssikowski und bye bye.